So, wie waren das noch? Er geht vor. Stopp. Ja. Willkommen zurück zu Super Mario 64, liebe Gaming-Freunde. Im letzten Part haben wir Atlantis Aquaria komplett abgeschlossen. Ja, ich glaube, das war das. Und ich würde mal sagen, wir gehen in die nächste Welt, aber noch nicht, oder? War das schon die? Moment. Moment, ich muss mal rein. War das jetzt die oder war das die andere, die ich jetzt machen will? Nein, es war die Welt. Und da gehen wir in die Welt. Und machen dann dort die Aufgaben. Und natürlich auch direkt die 100 Münzen. Haha. Frostbeulenfrust. Erklimme den Kopf. Ja, dann erklimmen wir ihn mal. Wie war das noch? Haha, nein, Spaß. Ist noch ganz easy. Huch. Das wollte ich zwar so nicht, aber ja gut. Scheint ja auch gut zu klappen. Ja, genau. Das klappt auch am besten. Einfach mal in so einem Gegner reinrennen. Okay. Zack, zack. Ah, Mist. Ah, nein. Nein. Mein Gott. Häng dich dran, danke. Ja. Okay, wir müssen nach oben. Irgendwie ist das einer der Lieblingsaufgaben, irgendwie, die sie sich hier ausgedacht haben. Irgendwas erklimmen. Aber nun gut. Hey, wer ist da? Wer meint, auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal, was es ist. Auf jeden Fall stört es mich. Aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Ja. Und dafür haben wir jetzt diesen Pinguin, auf den ich jetzt hier warte, dass er mal zurückkommt. Denn wir müssen uns neben den Pinguin stellen, so dass wir halt nicht runtergepustet werden. Ja, du bist gemeint, ich brauche dich. So, wie waren das noch? Er geht vor. Stopp. Ja. So viel zum Thema dazu. So, erstmal wieder die Mütze aufsammeln. Na. Dass ich auch immer auf diese Viecher reinfalle. So. Okay, nochmal das Ganze. Dumm. Naja. Aber man kommt ja für. Was mache ich da eigentlich? Man kommt ja eigentlich schnell wieder dahin. Wenn man nicht so geisteslabil ist wie ich. Oder einfach nur selten dämlich. Wow. So. Okay, dann wollen wir es doch nochmal versuchen. Na, wenn er. Na, ja, dann schieb ihn nochmal zurück. Mein Gott. Aber nicht ins Eiswasser. Uah. Okay. Dann aber jetzt mal wirklich. Mein Gott. Jetzt aber wirklich hier. So. Ich stelle mich aber auch an wie Toastbrot. Ist aber auch nichts Neues, würde ich mal sagen. Von daher. Alter! Oh. Ihr Schwert noch bekloppt. So. Nein, nicht wieder in den. Alter. Du gehst mir. Warum hat er keine Stampfattacke gemacht? Ah, jetzt macht er so. Hättest du davor machen sollen. Okay, nächster Anlauf. Oh. So. So, hoch. Mein Gott, ich spiele mir aber auch einen Scheiß zurecht. Aber nun gut. Hoch mit dir. So. Wäre Mario jetzt nicht so weit gelatscht, wäre das, glaube ich, viel, viel einfacher gewesen. So. Junge, komm wieder zurück. Ich brauche dich. Na komm. Komm, put, 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 put. Komm her. Komm her. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ja. Ja. Du gehst nochmal zurück, genau. Ja, es sieht gut aus. Und jetzt rennst du durch und tschüss. Ja. War ja, aber gar nicht mal, mein Gott, so schwer.
Und da oben ist schon der Stern. Oh Gott, das kann natürlich jetzt noch schief gehen. Nope. Oh Gott. So, 90 Sterne haben wir schon. Meine Güte. Noch 30 Sterne, dann haben wir alle. Ist das nicht toll? Erklimme den Kopf, haben wir abgeschlossen. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Aufgabe. Wollte er sich ins Gemälde reinsprengen. Die lautet: Spiele mit Bad Bully. Das ist ja auch eine recht einfache Aufgabe. Recht, ja, doch. Sehr simpel. Wo war der Junge? Da. Ich komme zu dir. Bam. Ja, wir müssen ihn wie in der Lavalagune, aber in die Lava schubsen. In dem Fall hier ins Eiswasser. Recht simpel. Und das war's für ihn. Und zur Belohnung gibt's einen weiteren Stern. Jawoll. So, wollen wir's haben. Zack. Das ist noch recht simpel. So richtig simpel. Also so simpel, simpel, ne? Spiele mit Bad Bully, ja, haben wir doch hingekriegt. Und direkt die nächste auf. Also jetzt bin ich sogar schon zu blöd, um in so ein Gemälde reinzuspringen. Also das soll ja schon was heißen. Wage dich ins Eis. Wage dich ins Eis. Was war das nochmal? War das die Aufgabe? Ich mach's einfach mal. Man muss hier einen bestimmten Weg gehen, den ich gerade irgendwie nicht finde. War der hier? Mein Gott, wo war das denn? Ah, genau. Hierhin, darunter, Stern einkassiert. Ich weiß nicht unbedingt, ob das jetzt das war oder ein anderes, aber ich glaube, es war das Falsche, oder? Wage dich ins Eis. Ne, war doch richtig. Oh. Okay, da habe ich nichts gesagt. Nächste Aufgabe. Jetzt geht's doch zügig voran, aber es kommt noch eine 8-Rote-Münzen-Aufgabe, und zwar noch nicht. Geh jetzt zum Eissee. Ja, das müsste, glaube ich, der eine Stern sein, wohin ich jetzt latsche. Nein, nicht dahin, sondern meine Güte. Ich schlittere aber wie Sau. So. Jetzt brauchen wir hier eine Blume. Denn wir müssen hier rüber. Und hier drin müsste der Stern sein. Jep. Ich hoffe, das war auch die Aufgabe, aber welche soll es sonst sein? Stern 93, das geht doch gut voran. Will ich mal meinen. Wenn nicht, dann, weiß ich auch nicht. Gehe zum Eissee, mein Gott. Ja, ihr seht schon, diese Welt ist recht schnell abgeschlossen. Und ich glaube, jetzt kommt 8 rote Münzen. Ne? Habe ich recht? Finde die 8 roten Münzen. Gut, das sollte ja nicht so schwer sein. Sofern man auch weiß, wo alle Münzen waren. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ich hab's nicht so mit diesen 100. Ach, 100 Münzen sag ich schon. Roten Münzen, ja, da sind zwei. Das wusste ich. Hier haben wir schon mal die erste. Da sehe ich auch noch ein paar. Da ist die zweite. Zwei. Warte mal, wie viele waren hier? Zwei. Das sind dann vier. Okay, dann glaube ich, zu wissen, wo die anderen sind. Ja, da sehe ich schon eine. Okay. Dann wird das easy. So, komm mal her. Kannst mir mal hier rüber helfen? Danke. Denn hier ist ein Panzer drin. Den brauchen wir. So, drei. Na komm, beweg dich. Drei. Vier. Fünf. Sechs, ja. Auch noch recht einfach. Jetzt kommen wir nämlich hier übers Wasser. Sieben. Und wenn ich's mal. Ma. Sieben. Und acht. Damit haben wir die 8 roten Münzen. Das ging auch noch recht gut. So, ja, hier wird geblasen, bis der Arzt kommt. Also, ne, Wind. Und der Stern ist eingesackt. Oh, ich möchte gerne mit dem Panzer einsacken, so wie jetzt.
Uiuiuiuiui. So. Hätten wir das auch? Finde die 8 rote Münzen. Habe ich doch gemacht. Und weiter geht's. Na. Wollte schon sagen, geh in das Gemälde. Jetzt kommt nämlich, schau im Iglu nach. Ja. Das Iglu war... Wo war das nochmal? Ich hab's vergessen. Oh. Achso, hier konnte man laufen. Oh, ich dachte, man nimmt Schaden, wenn man da reinspringt. Wo war nochmal das dumme Ding? Okay. Aha. Na, gehst du da raus? Ach ja, da war's. Aber da kommt man auch anders hin. Man könnte jetzt auch einen Panzer zur Hilfe nehmen, aber... Rein theoretisch kann man es auch anders machen. Ob ich das jetzt so hinkriege? Jo. Haha. Ja, ein bisschen rumtricksen und dann geht das. Wie gesagt, mit dem Panzer geht's auch, aber... Man kann es auch so machen. So, wir sind jetzt im Iglu. Da ist der Stern und ich brauche die eine Tarnkappe, genau. Ah, geh weg. Geh weg. Hier werde ich glaube ich auch zum Schluss reingehen, wenn ich meine 100 Münzen sammle. Wow, die habe ich ja... Bam. Na komm, die Münzen nehmen wir auch noch mit. Guck mal, was können. So, jetzt heißt es beeilen. Ja, beeilen. Na, hier können wir auch mal direkt mit Bulli reden. Ja, schön, du hast die Kanone zum Abschuss freigegeben. Das ist herrlich. Ah, verdammt. Und drinnen sind wir, Stern ist unser. Das war die Aufgabe und jetzt kommen die 100 Münzen dran. Die haue ich jetzt auch noch mit in den Part, dann... Ist das schon okay? Weiter. Und nochmal rein. Ja, wie gesagt, 100 Münzen. Das kommt jetzt dran. Eigentlich alles mit demselben Part. Das ist nämlich... Ja. Finde ich schon ein bisschen angenehmer als das, was ich davor gemacht habe. So, wir sammeln jetzt mal ganz gekonnt die Münzen. Einmal, zweimal und du bist ein Fake. Bam. Das sind auch nochmal jede Menge Münzen. Du entkommst windig. So. Jetzt töten wir mal diese drei hier. Na. So. Ey. Diese Münze will ich auch haben. Jetzt bist du an der Reihe. Und tschüss. Na, weg. Ja, so ist das herrlich. Na komm. Boing. So, 16 Münzen haben wir. Da fehlen aber noch ein paar. Oh ja, ja gut, den Schneemann können wir nicht umbringen. So gern ich das auch möchte. Hier eine rote Münze. Zack. Ja, da ist auch eine. So, du kannst mal abdanken, ich will die Münzen. Ich glaube, du warst ein Fake, genau. Mit Münzen. Extra für mich. Na. Wo ist die andere? Da. Gut. Was hatten wir hier in der Box drin? Ach, ein Leben. Ja, ist für... Ups. Ich wollte eigentlich eine Stampfattacke auswählen. Na gut, das Leben ist jetzt eigentlich... Ma. Nebensächlich. Für mich sind die Münzen jetzt wichtiger. Und weg mit dir. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Bam. Na gut, eine Münze habe ich jetzt verpasst. Die auch, aber... Es sollte auch so gehen, hoffe ich mal. So. Panzer, komm her. Ich will auch die roten Münzen sammeln, weil die geben ja jeweils zwei. Das ist nämlich das Schöne daran. Und, ja. So gefällt mir das. Zack, zack.
51 haben wir. Kann sich ja sehen lassen, aber ich möchte den Panzer jetzt noch nicht verlieren. Könnte ich noch brauchen. Hier ist ein Shy Guy, okay. Also, Schneemann. Oh, ich habe keinen Ton. Ton ist weg. Leute, ich gucke mal kurz. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Warum auch immer vorhin der Ton auf einmal weg war. Ich habe keine Ahnung. Das war sehr, sehr komisch. So, 60 Münzen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ne, 59. Ich hoffe, ich kriege die restlichen jetzt hier schon. Ich rutsche einfach mal so rein. Gut. Na, komm her. Ich stampf einfach. Da kenne ich nix. 62. Da ist auch noch eine Pflanze. 65. Ich habe noch einen Goomba gehört. Komm her. Bam. So. Da ist noch einer. Zack. 67. Nein, du sollst Stampfattacke machen. Okay, 70. Na, jetzt bin ich immer mal gespannt, ob das reicht. 30 Münzen brauchen wir noch. Sollte aber machbar sein, ne? Oh ja. Definitiv. 93 Münzen haben wir. Ah, es sind auch noch ein paar. Oh oh. Komme ich hier noch weg? Habe ich es jetzt verkackt? Offensichtlich. Haha. Scheiße. Okay, ich lade nochmal. Ich habe extra nochmal abgespeichert. Also, naja. Machen wir es nochmal. 59, so. Mach kaputt. Auf ein neues. Na, jetzt aber Mario, mein Gott. Endgegner, das Iglu an sich. So, jetzt aber reinkrabbeln hier. Wenn Mario das mal machen würde. Genau. Aber es geht ja schnell, mein Gott. So, du musst weg. Ja, das ist das Dumme. Wenn man da feststeckt, dann ist aber Halleluja. Dann hast du aber die Arschkarte. Aber nun gut, es kann passieren. Im Eifer des Gefechts. Weil ich glaube nicht, dass man dann noch rauskäme. Na gut. Oder ich werde das so machen, bevor ich diese Kisten zerstöre. Wow. Da warte ich nochmal ab, bis ich die Kappe nochmal neu sammeln kann, genau. Zack. Heb auf. Lauf, Mario, lauf. So, Goomba geplättet. Mhm. Okay. So, vier Münzen sah ich schon fehlen. Ein paar Münzen fehlen, 6 um genau zu sein. Gucken wir mal, ob... Ja. Wohin geht's? Ach, ich wäre rausge... Oh. Toll, hätte ich gar nicht laden müssen, dumm. Okay, okay, okay. Ich hab nichts gesagt. Na, jetzt darf ich wieder. Trotzdem, jetzt darf ich nochmal hier die Tarnkappe suchen. Ah, stopp.
Boah, manchmal ist die Kamera aber echt scheiße. Das war nur das Leben. Hier waren die Münzen. Aber es fehlen noch drei. Ja gut, dann hole ich sie mir halt. Dann muss ich sie wohl doch draußen holen. Okay. Sollte kein Problem sein. Einfach mal hier so ein... Ja, steck fest. Das ist ja kein Problem. Hier ist ja auch noch so eine Pflanze. Komm her. Na, komm her. Kommst du? Ah, verdammt. Und zack. So, 100 Münzen sterben auch eingesackt. Und zwar... jetzt. Jo. Hätten wir diese Welt also auch komplett abgeschlossen. Okay, dann sammle ich jetzt einfach mal den 8 roten Münzenstern ein und somit verlassen wir diese Welt. Und ich würde mal sagen, Leute, ich mache dann auch hier Pause. Eine Welt abgeschlossen, diesen Part, ja, speichern. Und im nächsten Part würde ich mal sagen, machen wir die nächste Welt. Die ist meines Erachtens, wo war sie? Hier. Gullivagumba. Nette Welt. Okay, Leute, ich muss sagen, das reicht an dieser Stelle. Das war Super Mario 64 für heute. Ich sage tschüss, bis dann.